Wir beschäftigen uns mit neuartigen Tonformaten, immersiven Tonformaten, die es den Zuhörern ermöglichen sollen, in eine audiovisuelle Szene einzutauchen und ein Erlebnis zu haben, als ob sie dort vor Ort seien. In dem Zusammenhang haben wir gerade ein neues Labor eröffnet, das IKS-Lab, wie wir das nennen, wo wir mit vielen Lautsprechern die Möglichkeit haben, solche immersiven Tonformate in sehr hoher räumlicher Präzision abzuspielen. Gleichzeitig sind wir mit dem Aachener Symphonieorchester in eine interessante Kooperation eingetreten. Der Anlass dafür kam im Grunde daraus, dass wir Material brauchen, um zu diesen immersiven Tonformaten forschen und arbeiten zu können. Das hat eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Es ist auch technologisch einiges dazugekommen inzwischen, insbesondere eine VR-Anlage. VR steht für virtuelle Realität und das stützen wir mit unseren hochaufgelösten Audiosignalen. Und gerade in der Kombination gibt es eine ganz fantastische Synergie, die dafür sorgt, dass eben Bild und Ton sich wunderbar ergänzen und man da ein sehr einmaliges Erlebnis hat. Anfang des Jahres kam das Institut für Kommunikationssysteme auf das Theater Aachen zu und das war mitten in unserer Spielzeitplanung. Daraus hat sich dann eine große Zusammenarbeit entwickelt, die ursprünglich eigentlich nur sich auf 3D-Soundaufnahmen beschränken sollte. Mittlerweile ist aber daraus auch eine 360-Grad-Videoaufnahme geworden. Wir haben herumexperimentiert mit Versuchsaufbauten oder Mikrofonanordnungen. Wir haben viel Zeit investiert in die Nachbearbeitung und wir wollen jetzt das Ganze für die breite Masse zugänglich machen und auf YouTube Videos hochladen, wo man eben diese 360-Grad-Videoaufnahme erleben kann und gleichzeitig auch den Sound, den 3D-Sound an diesem einen Ort. Ja, das erste Mal hier im Labor die Aufnahmen zu hören, vor allem jetzt von dem Symphoniekonzert. War ein Wahnsinn. Man denkt, man ist wirklich mittendrin, man steht auf der Bühne, kann sich dazu noch drehen und hat das Bild vor Augen. Vor allem die lauten Stellen sind dann wirklich bombastisch, riesig. Also am liebsten hätte ich so ein Labor in meinem eigenen Keller, um das jeden Tag zu erleben. Erste Schritte in Richtung einer Markteinführung solcher Inhalte und solcher Techniken sind getan, aber es gibt dort noch vieles zu tun. Wie gesagt, einerseits auf der Produktionsseite, andererseits auch bei den Transport- oder Kommunikationswegen. Die Datenrate, die man braucht, um solche Inhalte herunterzuladen, ist enorm hoch und es ist noch Arbeit nötig, um die Datenrate zu reduzieren. In der Vision kann es dahin gehen, dass man irgendwann solche Aufnahmen, wie wir sie jetzt getätigt haben, oder in anderen Szenarien tatsächlich auch interaktiv begehen kann. Ein Ziel, was wir haben, ist es, dass wir eben Interaktion ermöglichen wollen, in dem Sinne, dass wir nicht nur eine Drehung um den Aufnahmepunkt ermöglichen wollen, sondern auch ermöglichen wollen, dass man in eine Szene hineinzoomt oder sich sogar, das ist allerdings ein Fernziel, virtuell in dieser Szene bewegen kann und dann akustisch und visuell auch den entsprechend plausiblen Eindruck erfährt, der dieser Interaktion entspricht. Thank you.